Man hört es im Hintergrund, es wird fleißig trainiert. Es trainieren die Stars von morgen. Die Stars von heute bei den Eisbären Bremerhaven, die interessieren uns natürlich jetzt. Und die Stars von heute, die spielen am Sonntag gegen Bamberg. 18 Uhr in der Stadthalle Bremerhaven. Und Sebastian Machowski wird uns jetzt erklären, warum die Eisbären nicht chancenlos sind. Ich denke, chancenlos sind wir in keinem Spiel. Und schon gar nicht, solange es noch nicht begonnen hat. Wir spielen allerdings gegen den amtierenden Meister, also gegen die Stars von gestern und wahrscheinlich auch gegen die Stars von heute und morgen. Wir haben einen sehr starken Gegner vor der Brust mit den Bambergern, die allerdings gestern noch in der Bundesliga aktiv waren, morgen auch noch in der Euroleague in Istanbul antreten müssen. Und so können wir natürlich nur hoffen, dass sie vielleicht etwas müde und gestresst von den Reisestrapazen und von diesen beiden Spielen in den Knochen bei uns antreten müssen. Macht das eigentlich in der Vorbereitung einen Unterschied, ob man gegen den Letzten spielt oder gegen den Top-Favoriten? Ich weiß nicht, ob es für die Spieler einen Unterschied macht. Für uns als Trainer ist es, glaube ich, nur marginal. Tatsache ist, dass wir hier gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft antreten, die nicht nur mit ihrer Offensive zu bestechen weiß, sondern die vor allen Dingen auch eine sehr gute Defensive aufs Feld bringt, die sehr viele Ballverluste provoziert. Und das ist für uns als Trainer, aber auch für die Spieler natürlich eine Herausforderung, wenn wir gegen eine so gute Mannschaft antreten müssen. Haben die Eisbären zweimal in Folge auswärts verloren. Wir haben das alle am Fernseher geschaut. In Frankfurt habe ich gedacht, Mensch, dieses Spiel darfst du überhaupt nicht verlieren. In Ulm, okay, hat man verloren, wäre vielleicht auch noch ein bisschen mehr drin gewesen. Wie hat denn die Mannschaft diese Niederlagen weggesteckt? Ich glaube, die Spieler waren auch etwas gefrustet, weil sie natürlich auch diese Meinung geteilt haben im Nachhinein. Gerade gegen Frankfurt hätten wir nicht verlieren müssen. Und in Ulm hat vielleicht zu Beginn etwas der Glaube daran gefehlt, in dieser ersten Halbzeit, dass man dieses Spiel tatsächlich vielleicht auch gewinnen könnte. Im dritten Viertel haben wir dann 38 Punkte auf die Anzeigentafel gebracht. Und das hat gezeigt, dass wir offensiv definitiv mithalten können. Und in diesem Wissen sollten wir jetzt also auch in das Spiel gehen, in dem natürlich die Bamberger ganz klar die Favoritenrolle innehaben. Aber damit wir uns im Nachhinein dann nicht wieder über eine vergebene Chance ärgern müssen, sollten wir diesmal von vornherein alles oder auch zu Beginn alles in die Waagschale werfen. Täuscht der Eindruck ein bisschen oder kam in Frankfurt und ganz besonders auch in Ulm ein bisschen wenig Power von der Bank? Es ist tatsächlich so, dass bei uns alle Spieler definitiv ihr Potenzial abrufen müssen und am oberen Limit agieren müssen, wenn wir gegen solche Top-Teams wie zuletzt in Ulm oder jetzt halt auch gegen Bamberg eine Chance haben wollen. Es ist ja nicht zu Unrecht so, dass einige Spieler vielleicht auch mehr verdienen als die anderen, dass die Bamberger natürlich eine wesentlich teurere Mannschaft aufs Parkett schicken werden als wir, ist auch klar. Wir müssen eben zeigen, was unsere Qualitäten sind und wenn wir das tun, wenn wir beweisen können, was in uns steckt und von der ersten Minute an daran glauben, vielleicht um den Sieg mitspielen zu können, dann haben wir vielleicht und zumindest theoretisch eine Chance. Jetzt kommt es sicherlich auch ein bisschen auf die Zuschauer an. Das können ja, also der Zuschauer kann zumindest ja nochmal ein Vorteil sein. Das kann dann quasi der sechste Mann auf dem Feld sein. Ist da eine große Hoffnung da, dass es eine richtig gute Atmosphäre gibt am Sonntag? Also wäre natürlich schon mal toll, wenn wir sechs Leute aufs Feld schicken könnten. Aber die Unterstützung unserer Fans ist natürlich sehr viel wert. Das haben wir nicht nur in diesen beiden Heimsiegen gegen Tübingen und Hagen auch schon gemerkt, sondern vielleicht hat uns das natürlich auch auswärts ein bisschen gefehlt. Ich denke, die Mannschaft freut sich darauf, zu Hause agieren, auftreten zu dürfen. Und gerade jetzt, wenn man gegen den Meister Bamberg antreten darf, dann wird sowieso jeder ein bisschen die Finger- und Haarspitzen motiviert sein. Ich freue mich auch darauf, die Halle möglichst voll erleben zu dürfen. Ich freue mich auf dieses tolle Spiel gegen einen sehr starken Gegner. Und ich bin gespannt, ob wir den Bamberger nicht am Bein stellen können. Letzte Frage, Kabel Anderson, wie hat er ihm bislang gefallen in den Spielen, die er gemacht hat? Gerade zuletzt gegen Ulm hat er so ein bisschen die Handbremse gelöst, nachdem er in Frankfurt noch nicht so richtig in Erscheinung treten konnte. Gegen Hagen war er einer der Garanten dafür, dass wir in der zweiten Halbzeit, insbesondere im vierten Viertel, das Spiel noch gedreht haben. Und ich denke, er findet mehr und mehr zu unserem Team, er findet sich mehr und mehr in dieser Mannschaft wieder. Und auf ihn wird es sicherlich wie auf die anderen auch ankommen, dass wir am Sonntag ein gutes Spiel machen.